Hallo und herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Fluch des Flaschenteufels. Hier ist Sabine die Cat. Schaben bringen Glück. Sollte ich Flaschen entdecken, die Sie für Ihre Aktion brauchen, sammle ich sie gerne ein. Ja, da freut sie sich. Gut, das heißt, wir haben eine neue Aufgabe dazu bekommen, Flaschen sammeln. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Kein Polizist zu sehen, aber eine Flasche. Dann haben wir die Nummer 1. Dann gehen wir vor zu den Anglern. Angler haben an diesem Ort die Ruhe weg. Genug Platz für eine Angelpartie. Da ist die Flasche Nummer 2. Flasche Nummer 3. Und jetzt begeben wir uns langsam zurück zu der Mrs. Snow. Die wartet ja schon auf unseren Polizisten schon wieder hier. Okay. Jetzt wird es interessant. Flasche Nummer 4 nehme ich noch mit und dann. Nachricht an Los Tres Detectives. Mein Padre hat gestern Abend einen Anhalter mitgenommen, der euer Hinkebein gewesen sein könnte. Er meinte, es hatte ein Pollo Desplumado bei sich, ein gerupftes Huhn. Genau hatte das aber nicht erkannt. In Santa Monica ist der Gringo Loco ausgestiegen. Kit. Das heißt, er ist noch irgendwo hier. Aber wir gehen jetzt mal zu Mrs. Snow. Herein. Hallo, Mrs. Snow. Ich bin Justus Jonas. Wir haben gerade telefoniert. Du meine Güte, du bist wirklich jung. Und dein Freizeitstil ist, nun ja, breit angelegt und leger für einen drahtigen Detektiv. Breit angelegt? Ernsthaft? Ich möchte mich auf unseren Fall konzentrieren. Wir sind Justus, Peter und Bob. Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Und du bist der Chef des Ganzen? Als Chef hat man gewisse Pflichten. Ich empfehle dir, an deinem Kleidungsstil zu arbeiten. Warte, hattet ihr mit dem Riesenkraken von Rocky Beach zu tun? Die Sache hat seinerzeit viel Staub aufgewirbelt. Es freut mich, dass einer unserer zahlreichen Erfolge auch Ihre Aufmerksamkeit geweckt hat. Ja, das war eine gute Geschichte. Befürchten Sie nun, Opfer eines Fluchs geworden zu sein oder nicht? Du hast recht. Das ist albern. Ich meine, wer sollte es schon auf mich abgesehen haben und dazu dunkle Mächte bemühen? Der hier? Sind Sie jemals diesem Mann begegnet? Ich kann mich nicht erinnern, ihm jemals begegnet zu sein. Ist er gefährlich? Er nennt sich John Silver, offenbar wahnhaft nach seinem Vorbild aus der Schatzinsel. Wir überprüfen, in welcher Beziehung er zu Mitgliedern des Schwarzen Flecks steht und ob er bei dem Flaschenteufel für ihre Schnitzeljagd Hintergedanken hat. Verstehe. Dann ist der Drohbrief, den ich erhalten habe, wohl nicht so anonym, wie ich dachte. Befürchten Sie nun, Opfer eines Fluchs geworden zu sein oder nicht? Es gibt keine Flüche. Ich bin ein ganz normales Opfer eines Drohbriefes. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich würde den Brief gerne in Augenschein nehmen. Entschuldige, ich bin etwas mit den Nerven runter. Sieh dich ruhig um. Okay, wir schauen uns um. Vielleicht entdeckst du auch meine Spieluhr. Ihre Melodie hilft mir beim Einschlafen. Es wäre schade, wenn das Erbstück weggekommen wäre. Für die einen ist es entspanntes Easy Listening, für die anderen nerviges Fahrstuhlgedudel. Gedudel? Dann wollen wir mal sehen. Werte Mrs. Snow, der Flaschenteufel ist wieder im Spiel. Mögen Sie vor seinem Fluch gewarnt und bewahrt sein. Fahren Sie fort ohne Sorge. Ich behalte Sie im Auge. In Bälde folgen Anweisungen zu Ihrem Schutze und der Wahrung Ihres Ansinnens im Namen des Schwarzen Flecks. Zuwiderhandlungen sind nicht zu empfehlen. Der Brief steckte in einem Umschlag, der postwendend aus der Zeit der großen Piraten stammen könnte. Okay, zeigen wir mal den Brief. Dieser Brief kann als gut gemeinte Warnung oder als Drohung gelesen werden. Wie wurde er Ihnen zugestellt? Als ich heute Morgen aus dem Bad kam, lag er auf dem Nachttisch. Der Schreiber deutet ja an, dass er mich beobachtet. Offenbar war er heimlich hier. Keine Sorge, Mrs. Snow. Auch wenn vom Schwarzen Fleck die Rede ist, vermute ich nicht, dass jemand von den Literaten dahinter steckt. Du denkst an diesen Silver?
Wenn er einen an der Klatsche hat, muss er aus dem Verkehr gezogen werden. Solltest du einen Beweis für deine Vermutung sichten, können wir überlegen, Anzeige zu erstatten. Den Brief behalte ich. Ja, wir holen uns den Umschlag. Der Verfasser des Schreibens hat auf dem Umschlag Fingerabdrücke hinterlassen. Ich sollte sie sichern. Ja, nimm ihn. Der Verfasser des Schreibens. Mit meinem Handy könnte ich die Fingerabdrücke auf dem Umschlag festhalten, aber nicht wie Peter vergrößern. Ach, zu dumm, dass seit dem letzten Sicherheitsupdate sämtliche Zoom-Funktionen aussetzen. Wenn Updates mein Handy verschlimmbessern, behelfe ich mich eben mit analogen Möglichkeiten, die Abdrücke zum Ablichten zu vergrößern. Wer kennt das nicht? Der Kummer mit den Updates. So, wir verziehen uns ins Badezimmer. Wenn du aufs Klo musst, ich hoffe, du bist zielsicher. Das Deckenlicht ist nämlich kaputt. Okay, wir machen auf jeden Fall mal das Fenster auf. Dann kommt hier Tageslicht rein und dann nehmen wir uns den Spiegel hier vor. Ein Kosmetikspiegel. Blitzlicht empfiehlt sich hier nicht. So, und klemmen den Brief da hinten ein. Dann schauen wir mal. Diese Seite vergrößert nicht. Dann ist es perfekt, dann vergrößert die andere und dann können wir jetzt fotografieren. Seitenwechsel. Brief umdrehen. Und nochmal von vorne. Ich sollte sämtliche Abdrücke mit dem von Peter gemachten vergleichen. So, das heißt, den nehmen wir mit. Wo lassen sich in der Spiegelung Unterschiede erkennen? So, wir kriegen jetzt 5 Fingerabdrücke und müssen jeweils 10 Fehler finden, was aber links relativ... Na, wer sagt's denn? Leicht ist. Einfach den ganzen Finger abklicken. Na, wer sagt's denn? Und er freut sich. Na bitte. Na bitte. Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Nach dem Fingerabdruck ist vor dem Fingerabdruck. Na, wer sagt's denn? Na, wer sagt's denn? Wir machen Fortschritte. Aber gewaltige. Na, wer sagt's denn? Wir machen Fortschritte. Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Na bitte. Na, wer sagt's denn? Wir machen Fortschritte. Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Na bitte. Wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Na, wer sagt's denn? Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Ich stelle fest, nichts zu erkennen. So. 3 Fragezeichen haben wir. Wir brauchen aber noch ein paar mehr. Der letzte Abdruck stimmt mit dem auf der Visitenkarte überein. Er stammt definitiv von John Silver. Erwischt. So, Briefumschlag haben wir. Das heißt, das Badezimmer können wir verlassen. Das Fenster lassen wir offen. Da ich im Besitz eines Fingerabdrucks unseres Verdächtigen bin, konnte ich die Abdrücke auf dem Umschlag als jene von John Silver identifizieren. Und nun? Rufen wir die Polizei? Wir kennen weder seine eigentliche Identität noch seinen Aufenthaltsort. Ich würde mich gerne mit einem meiner Kollegen beratschlagen. Aber vorher würde ich gerne noch
Ich würde es begrüßen, wenn du meine Unterlagen nicht durchstöberst und alle Informationen für dich behältst. Ich kann schweigen wie ein Grab. Wie ich sehe, beschäftigen Sie sich vornehmlich mit Stevensons Inselnächten, den Südseegeschichten. Eine meiner Inspirationsquellen für einen geplanten Ausflug. Die Insel der Stimmen. Mal sehen. Hexenmeister, Meer der Toten, Kannibalen, unsichtbare Wesen. Interessant. Mrs. Snow hat sich im Band kaum mit der Geschichte des Flaschenteufels beschäftigt. Dafür galt ihr Interesse ausgiebig der Schauermär um ein geheimnisvolles Eiland. Hier hat sich Mrs. Snow an Skizzen einer Insel versucht. Sie erinnern vage an eine Schatzkarte. Tja. Kalkulationstabellen einer Budgetplanung, die einiges an Höhen und Tiefen erkennen lässt. Leider für Außenstehende verklausuliert. Sieh an, die Imbisskette. Vermutlich eine Kooperation, um das geplante Event des Schwarzen Flecks über einen Werbedeal finanziell abzusichern. Haben Sie Urlaubspläne, Mrs. Snow? Tourismus und Events gehen Hand in Hand. Wenn du mit Urlaub meinst, viel unterwegs zu sein und um freie Zimmer zu ringen, gebe ich dir recht. Eigentlich habe ich meinen Sitz in San Francisco. Rechnungen, Korrespondenzen und Termine mit Ausstattungsfirmen, Trickspezialisten und Filmstudios in der Umgebung. Okay. Ruf mal den Peter an. Wenn das ein Kontrollanruf ist, ich habe gerade Shadow abgeliefert und treffe mich in Kürze mit Bob. Entschuldige, aber du weißt ja, welches Theater Shadow beim Abschied macht. Hast du Mrs. Snow getroffen? Ich bin gerade bei ihr. Silver hat sie im Visier und macht ihr Angst. Dabei ist fraglich, wie das mit den Ausflugsplänen des Schwarzen Flecks zusammenhängt und ob Silver eigene Ziele verfolgt. Er will sich bei ihr melden. Wenn ich an den armen Blackie denke, wird es höchste Zeit, dass wir ihn kriegen. Die Hinweise über die Telefonlawine häufen sich, aber ein Mädchen will Silver in Milwaukee gesehen haben und ein Junge schwört, er habe am JFK eingecheckt, als Fluggast nach Europa. Bei mir verdichten sich die Hinweise, dass er sich momentan tatsächlich in Santa Monica aufhält. Ihr hattet doch herausbekommen, dass laut Ames ausgerechnet Silver für den Flaschenteufel zuständig ist. Als Veranstalterin der Schatzsuche müsste Mrs. Snow doch Bescheid wissen. Stimmt's weiter. Ich habe diesen Aspekt sträflich vernachlässigt. Wir hören wieder voneinander.